Hallöchen Leute, es gibt ein neues Video von Julian Bam, aber nicht auf Julian Bams Kanälen, sondern auf dem Kanal vom Kaufland. Nämlich er hat eine Kooperation zusammen mit Kaufland und Knossi zusammen. Und deshalb will ich auf jeden Fall ansehen und sehen. Und Moneyboy ist auch dabei, also mega krasse Kombi. Ich bin gespannt, lass eine Woche da. Let's go, rein da. Knossi? Ja? Was denn du hier? Ich muss dir was erzählen. Ju, ich war mit meiner Frau unterwegs und plötzlich klingelt mein Handy. Und meine Frau fragt, wer ist denn das? Ich sag, da sind sogar im DeLorean unterwegs, wie geil. Das ist so geil, das Interieur auch hier. DeLorean, ey, ich lieb so, dass quasi ein DeLorean hat. Das ist so nice. Ich habe alle Videos gesehen dazu, weil ich auch mega in Zukunft Fan bin. Und der Flugskompensator läuft hier hinten auch krass. Und seine Frau spielt auch mit, auch voll witzig. Also seine Freundin. Ich glaube, verheiratet sind sie nicht, oder? Weiß nicht, oder? Doch, schon? Weiß nicht mehr. Wer ist denn das? Ich sag Kaufland. Und so eine super selbstbewusste Frau erzählt mir, pass auf, Ju, dass ich mir die neue Kampagne für Kaufland ausdenken soll. Mit allem. TV, Social Media, Instagram, alles. Ich als Regisseur und Hauptdarsteller, die spinnen doch. Ich denk mir, Kaufland, vergiss es. Wie soll ich das machen? Das krieg ich nicht hin. Da muss mir jemand helfen. Julian, Julian? Ja. Ich werde dir helfen. Führ denn die Leute. Vergiss es. Ich werde dir trotzdem helfen. Also, wovon handelt die Kampagne? Ich weiß es nicht. Aber du bist doch dieser Dings hier, der König von Kaufland. Du musst das wissen. Also, wovon handelt die Kaufland-Kampagne? Ich weiß es immer noch nicht. Mal überlegen. Wir brauchen Superstars. Mozzi Mabuse als Geheimagentin im Kaufland-Supermarkt. Überall Laserstrahlen und die dance da so durch. Das ist es! Knossi! Du kannst doch nicht direkt bei den Superstars starten. Wir müssen mal Vielleicht auf jeden Fall, dass es so ein bisschen auch, glaube ich, von Ju so viel gemacht wurde, das ganze Video. Also man kriegt so viele so Songs der Bohne-Vibes mit so Kameraführung und so. Finde ich schon irgendwie. Ist es das von Ju, von Jus Bruder gewesen, auch Zusammenarbeit so ein bisschen? Ich krieg so ein bisschen Vibes auf jeden Fall, ja. Wesentlichen Anfang. Was ist der Kern von Kaufland? Sag du es doch mir bitte, Ju. Kaufland steht für Frische. Richtig. Aber andererseits hätte Ju niemals dieselbe Musik durchgehend im Hintergrund laufen lassen. Ich glaube, Ju würde schon andere Sound, also andere Musik nutzen, glaube ich. Ah, ich weiß nicht. Ich würde gerne wissen, kann man das sehen eigentlich? Man kann bestimmt in der Beschreibung lesen, wer das gemacht hat, oder? Oder ist es, nee, steht nichts dabei, wer das gemacht hat. Nee. Kauf in Auftrag gegeben oder sowas. Das wird ja voll gespoilert. Moneyboy singt hier auch was, diesen Text. Ach Mann, nehm ich spoilern lassen. Nano. Nein. Richtig. Vielfalt. Richtig. Gute Preise. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ju, ist alles richtig. Du bist ein Genie. Du bist ein Genie. Kaufland. Hier bin ich richtig. Ah ja. Okay, direkt ein neuer Slogan auch. Weiß ich gar nicht, ob es den vorher schon gab. Kaufland, bin ich richtig, weiß nicht mehr. Aber er hat auch direkt schon Sticker bereit gehabt hier. Richtig hingeschnitten. Da hat sich Knossi echt sehr schnell vorbereitet hier. Jetzt haben wir noch einen Geistesblitz. Kauflando, Bailando, Bailando, Migo, Joa. Mustard Weiß. Was ist denn das, Ju? Das ist der einfach Orangensaft vom Dreh mit Moneyboy. Das ist letzte Bohne reingefallen. Ah. Der Orangensaft, einfach Orangensaft, der hat uns auch mal ein Video gezeigt. Ist der wirklich jetzt draußen? Gibt's den jetzt wirklich? Nee, oder? Ist auch ein neues Design, weil am Anfang aus der Bohne war es ein anderes Ding. Und hier rechts und links, die Kendama von Ju. Hat Ju jetzt in dem Kaufland-Video eigenes Placement einbauen können für seinen eigenen Kendama? Eieieiei! Mit Moneyboy, das ist jetzt Bohne reingefallen. Hat eine spezielle Wirkung. Ah, das ist jetzt eine Bohne eingefallen. Song ist der Bohne, hat er gerade gesagt. Das ist nur für Notfälle. Ju, das ist ein Notfall, wir brauchen Ideen. Warte, dann muss ich aber erstmal Moneyboy fragen. Hast du die Nummer? Yo, Julian. Ja. What up? Dürfen wir den einfach Orangensaft mit der letzten Bohne drin trinken? Ja klar, gönnt euch den Juice. Oh, er singt ja was. Orangensaft kick, nimm gleich meinen Stift, denn ich hab plötzlich einen Geistesblitz, nur die Frische zählt, das was Trimax nicht, weil geil. Er die ganze Zeit... Geil, war das auch dabei, hey, wie geil, in Songs der Bohne-Video, was Kaufland-Placement ist, hey, voll die geile Idee. Romatradist, doch wie wär's, wenn ihr ihn mal überzeugt, das Gemüse ist voll, das überzeugt, ihr hilft kein Pay to win, not a healthy boy, Paprika, Romatradist, Kauflando, hier gibt's jede Marke. Wirklich, das ist Bailando, das ist die Sängerin, die das Bailando-Song gesungen hat. Das ist die. Bailando. Die habe ich, glaube ich, live gesehen beim Fernsehgarten. War ich auch mal. Oh mein Gott, da war sie auch, ja. Frische Backware, Panade oder auch eine Banane. Sortiment ist riesig und das in jeder Filiale. Alles, was das Herz.
Regale. Frische steht bei uns auf der Eins, ist uns wichtig. Geil. Große Auswahl, kleiner Preis, hier bist du richtig. Ganz egal, was du suchst, veganes Steak oder Juice. Große Auswahl, kleiner Preis. Das war das, was wir gesehen haben. Der Joe hat mich in der Story gepostet, wo Knossi was in so ein Ding reinsingt. Und es war kein Song, der Bohne-Sketch, den der reingesungen hat. Das war der Song wahrscheinlich, der reingesungen hat hier für Kaufland. Einfach krass. Weiß hier bist du richtig. Frag nie was für eine Karte, alles streng geheim. Wieso ist der Laden so groß und die Preise klein? Okay, lass die Mission starten, wir gehen einfach rein. Denn zu Rabatten und Coupons sagen wir nicht nein. Wo könnten sie sein, wo könnten die dich verstecken? Wir schauen hinter jedem Karton und in allen Ecken. Machen auf Sherlock und Watson nur um zu entdecken. Ist das vor allem das Playmobil-Kaufland auch, wo es gar nicht das gibt? Die Kaufland-Card schon in unserer App. Du stehst vor Kaufland, gehst nicht rein. Na, ich weiß nicht. Doch keine Angst, weil der Preis immer klein ist. Erst in die Drogerie, dann dahin, wo es Fleisch gibt. Und danach noch ein paar Blumen für meinen Schreibtisch. Also schwierig wird das nur alles heimzutragen. Ach, easy. Ihr könnt mit meinem Maybach fahren. Frische steht auf der Eins, ist uns wichtig. Geil. Große Auswahl, kleiner Preis, hier bist du richtig. Hey. Ganz egal, was du suchst, veganes Steak oder Juice. Große Auswahl, kleiner Preis, hier bist du richtig. Ey, ich krieg echt so richtige Vibes wie bei Songs der Bohne, wirklich. Es ist so geil, ich find's so geil. Ja, es ist so geil. Wow! Einfach Marketing durchgeführt. Kaufland wirklich ehren, also wirklich. Ich glaube, dafür gehe ich eher mal Kaufland einkaufen. Für diese Werbung wirklich, die haben es wirklich rasiert. Vor allem, dass Travis Romata auch vorgekommen sind und Romata mit dem Paprika-Kostüm. Es ist das, wo sind wir? Welcher Film? Welches Universum sind wir gelandet? Mega geiles Line-Up, aber ich sag dir, das passt niemals in einen Film. Ich hab's. Wir machen nicht nur einen Film, sondern eine ganze Serie. Das funktioniert, glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Kaufland. Hier. Ja, eine Serie. Das ist ja Songs der Bohne. Geht es wirklich eine Kaufland-Serie jetzt? Mit Songs der Bohne nochmal? Geht's dann weiter? Songs der Bohne Staffel 3. Sponsored bei Kaufland. Hier bin ich richtig. Macht euch bereit, das wird ganz groß. Okay. Also kommt noch mehr jetzt. Okay, ich bin gespannt. Eine Serie jetzt. Heftig, ey. Das fand ich cool. Kann ich Werbung immer so sein? Dann gucke ich auch gerne Werbung. Hä? Voll geil. Feier ich. Lass, wirklich, sorry. Das muss ich sagen, feier ich.